Das Video zu der Stellungnahme zu mein Kind, dein Kind polarisiert jetzt erst. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist Dienstag, der 20. November. Lisi, was machst du da? Ja. Nein. Nein. Nee. Es ist zu früh, Schatz. Später. Nein. Ja. Ich mach's dir trotzdem. Izzy ist krank gewesen übers Wochenende. Da hatte Fieber und so. Und gestern dachte ich, es wird wieder besser. Also gestern war ich mit ihnen den ganzen Tag zu Hause. Aber irgendwie glaube ich, also er hat auf jeden Fall kein Fieber mehr. Aber irgendwie will ich das alles nochmal abchecken. Deswegen fahren wir gleich zum Arzt. Ich habe vorhin dort angerufen und erklärt, es sieht wieder aus, Leute. Ihr denkt euch bestimmt, Samira, in jedem Vlog sieht es bei dir aus. Aber Leute, ich komme wirklich nicht mehr dazu irgendwie. Keine Ahnung, die Wäsche hat uns... Eigentlich ist es nur die Wäsche, die oben liegt. Ja, weil der Wäscheständer ist kaputt und wir müssen uns einen neuen bestellen. Er ist auf jeden Fall schon fertig angezogen und alles. Wir haben einen Termin um 11.30 Uhr. Es ist jetzt 10. Und ich muss mich noch umziehen. Ich bin noch im Schlafsachen. Und ich räume jetzt noch schnell ein bisschen hier auf. Bereite ein bisschen was fürs Mittagessen vor. Irgendwie habe ich Bock auf Lasagne. Also vielleicht kaufe ich Hackfleisch dann beim Türken später. Und ich muss eh zum Türken und Fleisch kaufen. Also Hackfleisch kaufe ich noch. Dann gibt es heute Mittag mal wieder Lasagne. Haben wir schon lange nicht mehr. Okay, vor 3 Wochen hatten wir Lasagne, als wir Besuch hatten. Und ja, jetzt habe ich halt nochmal Bock drauf. Und ich mache, glaube ich, dazu noch entweder Süßkartoffelpommes. Die haben wir da. Oder Bananen haben wir auch da. Aber ich mache die Bananen, weil die sind nicht mehr lang. Also die Banane sieht schon sehr schwarz aus. Du kannst die nicht essen, das ist zum Kochen, die kann man nicht so essen. Dann schlägst du mich? Wegen sowas schlägst du mich? Wegen sowas schlägst du mich? Wegen sowas schlägst du deine Mama? Ich bin deine Mama. So. Und dann bist du sauer auf mich, nachdem du mich geschlagen hast. Hä? Komm mal her. Komm. Komm mal. Und dann nicht. Tja, schlecht gelauntes Baby, ne? Genau, sonst gibt es nichts Neues zu erzählen. Izzy ist halt krank. Ich habe mir frei genommen. Also was heißt frei? Ich bin halt zu Hause, weil er krank ist und Sultan arbeitet. Habe halt gestern meinen Chef angerufen, also in der Arbeit angerufen und gesagt, dass es dem Kleinen leider nicht gut geht und ich dann auch leider nicht kommen kann. Bei uns ist es zum Glück nicht so ein Thema bei mir in der Arbeit. Und die kommen ganz gut ohne mich klar. Genau. So, ansonsten weiß ich nicht, was... Ansonsten weiß ich nicht, was heute dann noch ansteht. Keine Ahnung. An sich nichts, weil er ja krank ist. Und muss auf jeden Fall noch so einige Sachen erledigen. Aber so für uns, so weiß ich schon. Bürokratie möchte ich jetzt nicht sagen, aber halt so Sachen, ne? Und ich sehe gerade, mein Akku ist leer. Aber zum Glück habe ich noch ein zweites Akku, was voll ist. Was machst du da? Raus! Der hat sich im Schrank versteckt. Das habe ich früher als Kind auch immer gemacht. Naja, ich wechsle schnell Akku, mache schnell hier fertig und dann melde ich mich draußen wahrscheinlich wieder bei euch. Bis gleich. So, wir sind schon unterwegs. Wir warten jetzt auf den, auf die U-Bahn. Sam, bleibst du da? Okay, der kommt. Ciao. Muss aufpassen, Schatz. So, hey Leute, wir kommen jetzt vom Arzt. Izzy hat Streptokokken. Das hat er ja schon mal gehabt. Da war er aber etwas kleiner. Und muss jetzt bis Freitag zu Hause bleiben. Ich natürlich dann auch. Ja, aber so weit geht es ihm ganz gut. Wir haben halt Medizin bekommen. Haben wir schon von der Apotheke abgeholt. Und, Moment,
Straße. Und ich bin mächtig stolz auf ihn, weil er hat nicht geweint, gar nichts, als er untersucht worden ist. Voll krass. Wir sind soeben zu Hause angekommen. Izzy ist eine Haltestelle, bevor wir daheim sind, eingeschlafen. Das war jetzt sehr gutes Deutsch. Ich lege ihn jetzt hin ins Schlafzimmer und packe dann meine Einkäufe aus. Ich mache doch keine Lasagne, weil Izzy die ganze Zeit auf dem Weg rumgestänkert hat und überhaupt keine Lust hatte. Dann dachte ich mir, ja gut, ich habe vorhin Chicken Wings gekauft. Dann gibt es halt ein bisschen Fast Food. Also ich mache dann Chicken Wings in Sutandais, habe aber Salat noch gekauft, aber ich zeige es euch gleich. Und mache halt Süßkartoffeln und Bratbananen. Also wirklich ungesund heute. Mittag und später dann mache ich Lasagne. Wenn Sultan dann da ist, gehe ich nochmal einkaufen, weil dann kann er auf Izzy aufpassen. Der mag das eh nicht so gern, zum Einkaufen mitgenommen zu werden. Und dann gibt es heute Abend Lasagne. Nochmal mit Salat. Okay, Izzy möchte doch nicht schlafen. Er ist gerade wach geworden und möchte jetzt... Oh. Ja, voll schön, gell? Da war es ein Jahr alt. Nee, das war... Ja doch, da war es so eineinhalb. Genau vor einem Jahr. Im Januar haben wir das aber geschossen. Ja, der Zane. Er sagt Zane, das bin ich, gell? Und das ist Mama. Das ist Mama. Mhm. Ja, ich packe jetzt trotzdem aus. Habe ich dich... Du bist ja gesprächig. Isa, was redest du? Also, ich stell dich jetzt ab, weil du bist sehr, sehr schwer geworden. Deine Zähne? Ja. Okay. Setz dich mal. Bist du schwer. Was willst du jetzt mit dem Bilderrahmen? Darf ich das haben? Dankeschön. Hast du gerade gerülpst? Banane, schau mal, ich habe Bananen gekauft, weil die kannst du nicht essen. Die muss man braten, Schatz. Schau hier, habe ich normale Bananen gekauft heute. Ja, weil du unbedingt eine Banane wolltest. Warte. Die ist noch nicht ganz voll. Hier. Hier. Nein. Nein. Okay, gut. Jetzt will er die doch nicht haben. Ich zeige euch kurz, was ich gekauft habe. Also einmal Bananen vom Rewe. Ich kaufe Bananen nur beim Rewe ein, weil irgendwie gehen die nicht so schnell kaputt, wie als wenn ich vom Lidl oder vom Penny einkaufe. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich finde schon, die vom Rewe sind irgendwie, taugen uns mehr. Dann habe ich Clementinen gekauft. Die waren reduziert, ich glaube, 90 Cent ungefähr, so ein Korb beim Penny. Da sind Blätter dran. Soll ich die abmachen? Oder doch, ich mach die ab. Dann einmal Eisbergsalat, Gurken, Milch für Izzy. Die waren reduziert, 88 Cent vom Wein Stefan. Richtig geil. Ja, Chicken Wings gekauft. Die essen wir jetzt dann gleich. Für Izzy habe ich Stempeln gekauft. Er stempelt sehr gerne und alle seine anderen Stempeln sind irgendwie ausgetrocknet. Schau mal, Isam, ich habe dir Stempeln gekauft. Schatzi, bäh. Stempel, magst du? Weil du hast die anderen alle nicht mehr. Schau. Cool. Aber nicht an die Wand. Die Medizin für Izzy. Einmal diesen Fieber- und Schmerzsaft und einmal Trockensaft. Also das ist gegen Streptokokken. Streptokokken heißt es, ne? Dann habe ich Buttergemüse gekauft. Ja, nicht frisch. keine Ahnung, es hat mich so angesprochen. Radiergummi für Sultan. Also er geht ja zur Schule und ich habe ihn jetzt einfach mal so ein paar Bleistifte und Radiergummi gekauft. Ja, das ist aber für Papa, Schatz, nicht für dich. Und ich habe noch eine Avocado gekauft. Zane wollte unbedingt diese 12er-Pack Capri-Sonne haben und das wollte ich ihm nicht kaufen. Dann haben wir es trotzdem mal mitgenommen bis zur Kasse. Dann gab es zum Glück, beim Penny vorne einen Kühlschrank und da waren schon Capri-Sonne drin. Dann habe ich ihm gesagt, ob er gleich eine haben möchte oder die ganze Packung, aber dann erst später. Ne? Und dann hat er
eine Capri-Sonne, also zwei, die andere hat er schon getrunken und dann konnte ich die andere Packung wieder zurücklegen. Genau, das war's auch. Ich habe sonst nichts mehr gekauft. Ah ja, doch, warum ich zum Teddy gegangen bin. Ich habe so ein Lichtbox gekauft. Ich habe zwar eins, aber ich weiß erstens jetzt nicht, wo der ist und zweitens ging der nicht mehr, war der nicht so stark beim Leuchten irgendwie. Irgendwas hat da mir nicht gepasst. Jetzt habe ich ein neues gekauft. Der hat auch nur 5 Euro gekostet. Das ist der kleinere, also XL mit 85 Buchstaben und Symbole. Bananen, dieses Lieblingsteil. Jetzt haben das nehmen wir hier und das ist für die Soße. Da habe ich eine Soße gemacht, Chicken Wings und hier ist das gesunde Salat. Sultan ist jetzt schnell Müll wegschmeißen und dann essen wir, dann muss ich auch schnell los. Wir haben ganz viele Pfandflaschen irgendwie voll gesammelt. Ich war, glaube ich, seit 2 Monaten nicht mehr Pfandflaschen abgeben. Und ich muss ja noch zum Türken noch Hackfleisch kaufen für heute das Essen. Heute Abend. Lasagne. Wir lassen es uns jetzt gut gehen. Hä? Piep, piep, komm. Piep, piep, piep. Wir haben es mega lieb. Guten Appetit, hä? Schaut mal die ganzen Pfandflaschen. So, ich bin schon wieder back on track, back at home. Sultan ist schon gerade los zur Schule und ich habe Izzy was mitgebracht aus dem Lidl. Okay, was ist das? Was? Was ist das? Ein Flugzeug. Was ist das? Ein Flugzeug. Ja. Zum Puzzeln. Also machen wir mal auf. Freust du dich? Ja? Es gibt so viele Interpretationen von Schönheit. Manche mögen meine. Und wir müssen über 7:18 Satz 1. Tja, bei uns heißt es jetzt. Doch, du bist krank. Deswegen spricht er jetzt gerade auch nicht so gut und hat ganz viel Speichel im Mund. Aua! Weil sein Hals ihm wehtut, also er schluckt nicht viel runter. Warum haust du mich jetzt? Hör auf! Ja, deswegen verstehe ich ihn heute auch sehr schlecht. Gut. Das Video zu der Stellungnahme zu mein Kind, dein Kind polarisiert jetzt erst richtig. Jetzt kommen die ganzen Leute und schreiben, Kartoffelpüree aus der Tüte ist nicht frisch. So, also schreiben alle. Und ich habe anfangs habe ich noch geschrieben, es ist auch nicht dasselbe, ja. Also, dass wir überhaupt hier Fufu machen können in Deutschland, ist ja mal was richtig Gutes. Und Leute, das Gericht, keine Ahnung, ob ihr das jetzt noch schaut oder ob ihr nur euren Kommentar gelassen habt und dann wieder verschwunden seid, hoffe ich mal. Das Gericht kann man nicht anders machen, als wie ich es gemacht habe. Und wer das nicht glaubt, kann ja mal eingeben, Fufu. Kann ja mal eingeben, wie man, oder ich verlinke euch einen Link unten und dann könnt ihr euch anschauen, wie man das richtig macht. Und dann erklärt mir bitte, wie ich das dann anders machen soll. Also, wenn ich das so mache, wie man es eigentlich macht, dann hätte mich niemand gerne als Nachbar. Ich werde das aber auch gar nicht mehr beantworten oder kommentieren. Die Leute sollen das ruhig schreiben, das ist mir jetzt auch egal. Weil ich habe so oft geschrieben, Leute, und versucht zu erklären, aber das bringt eigentlich nahe nichts, weil es kommen immer wieder Leute dazu, die das so meinen. Und ich habe da schon 28.000 Aufrufe drauf. Also mein zweitbest angeklicktes Video ist das. Vielen Dank an die Hater, die jetzt alle kommen. Ja, ich like jetzt nur noch immer, wenn jemand schreibt, das ist nicht frisch, weil ich habe keinen Bock mehr, das zu erklären. Ich finde es schade von der Sendung,
dass die meine Erklärungen rausgeschnitten haben. Sonst würden die es vielleicht verstehen. Deswegen, ich nenne die Leute, ich sage nicht mal, dass die Leute dumm sind, weil sie wissen es einfach nicht. Sie haben einfach keine Ahnung. Ansonsten kam auch die ein oder andere nicht freundliche Kritik, wo Leute gesagt haben, das ist Kritik, aber es ist keine konstruktive Kritik. Und wenn ich die Zeit dazu habe, lege ich mich auch gerne mit solchen Leuten an. Ich herz die Sachen jetzt einfach nur noch, damit die wenigstens ihren Senf rausgelassen haben. Weil ich glaube, vielen ist es sehr wichtig, einfach mal was rauszuhauen, ne? Deswegen lasse ich das auch alles. Und ich heiße den ganzen neuen Abonnenten natürlich herzlich willkommen. Es sind einige dazugekommen, laut YouTube Studio, also es gibt ja so eine App, wo man nachlesen kann, so alles, ne, alles mit Analysen zu tun hat, sind in den letzten Tagen 729 neue Abonnenten dazugekommen. Dankeschön und willkommen auf meinem Kanal. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch dieses Jahr, die 10.000 Abonnenten. Ich bin zuversichtlich, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Willkommen an die neue Abonnenten. Also Leute, ich wollte jetzt auch den Vlog beenden, weil ich noch ein bisschen zu tun habe hier zu Hause. Und wir müssen auch noch mal ganz kurz runter zum Rewe, weil ich habe Creme Fraiche vergessen zu kaufen. Klar, wir gehen kurz runter. Hast du alles aufgegessen? Wow, der isst gerade noch das Mittagessen. Haut voll rein, Gott sei Dank, weil er hat die letzten Tage echt wenig gegessen. Vielleicht sollte ich mal eine Suppe machen. Ich habe hier noch einen Kürbis und ich möchte eigentlich die ganze Zeit eine Kürbissuppe machen. Genau, ich mache das, glaube ich, morgen auch. Vielleicht habe ich hier Mamis, wo die Kinder auch schon mal Streptokokken hatten und können mir dann in die Kommentare reinschreiben, was eure Kinder dann gegessen haben. Ich glaube, Suppe geht eigentlich irgendwie immer. Ich danke fürs Zusehen und danke auch fürs Einschalten und beende auch hier mit dem Vlog. Und ich hoffe, ihr schaltet es dann einfach am Sonntag wieder ein. Genau. Und hoffentlich geht's easy bis Sonntag auch wieder besser. Naja, drückt mir die Daumen, das werden wir dann sehen. Und ja, damit sage ich Tschüss.